Liebe Kielerinnen, liebe Kieler, mit großen Schritten nähert sich das Ende des Jahres 2021. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben noch besinnliche Adventstage, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2022. Das zurückliegende Jahr war wieder stark geprägt von der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ich möchte mich bei allen bedanken, die tatkräftig dazu beigetragen haben, dass wir in Kiel trotz aller Schwierigkeiten ziemlich gut durch dieses Jahr gekommen sind. Die Inzidenzen sind relativ niedrig im Vergleich zu anderen Regionen. Unsere Krankenhäuser können noch gut arbeiten. Wir haben das Ganze im Großen und Ganzen im Griff. Aber wir sind auch noch nicht durch. Deswegen appelliere ich an Sie alle, wer noch nicht geimpft ist, bitte überlegen Sie, ob das nicht doch der richtige Weg für Sie sein kann. Holen Sie sich Boosterimpfungen, halten Sie sich an die Regeln. Dann hoffe ich sehr, dass wir uns im nächsten Jahr wieder stärker auf andere Dinge, auf die schönen Dinge konzentrieren können. Dass wir wieder eine normale Kieler Woche feiern können. Dass wir uns stärker an all die Dinge machen können, die in dieser Stadt positiv in Bewegung sind. Bleiben Sie gesund, kümmern Sie sich um Ihre Nächsten. Wir halten weiter zusammen und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Alles Gute.